Schone, o Herr, schone deines Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Schone, o Herr, schone deines Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt. Ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Schone, o Herr, schone deines Volkes, das du erlöst hast mit deinem kostbaren Blute. Gelobt sei Jesus Christus, liebe Gläubige, nach einem vielleicht arbeitsreichen Tag, auf jeden Fall in der Freude, dass wir heute die Sonne wieder mal gespürt haben und in der frohen Erwartung, dass die nächsten Tage der Frühling uns einen ersten warmen Gruß schenken wird. Lasst uns doch diesen Abend nützen, um einzutreten in dieses Hochfest, das dann auch den ganzen morgigen Tag dauern wird. Wie gesagt, so wie vor einem Jahr haben wir es nicht mehr. 35 Minuten habe ich da Zeit gehabt, euch die zwei Lesungen und das Evangelium zu erklären. Heute
wenn auch nur über den Bildschirm. Heute der Zeit angepasst, lasst uns wenigstens die beiden Lesungen anschauen. Und wer alles wissen möchte, der kann ja nachhören. Aber es ist interessant, weil wir feiern mit dem heutigen Tag, mit dem jetzigen Fest, eines der zwei großen Ereignisse, das die ganze Menschheit und letztlich die ganze Schöpfung prägt. Eines der zwei Ereignisse. Es ist, dass der ewige Sohn Gottes, das Wort Gottes, durch den das Ganze erschaffen ist, die geistige Welt und die materielle Welt, der ganze Kosmos, ist durch den Sohn Gottes erschaffen, dass diese ewige zweite göttliche Person eine menschliche Gestalt annimmt, Mensch wird. Das ist das erste große Ereignis, das von Gott kommt, allein durch ihn. Wir können es nur staunend bemerken und dann Ja sagen dazu. Und das zweite große Ereignis, auf das diese Menschwerdung hinzielt, auf das bereiten wir uns jetzt schon 35 Tage vor und wir sind kurz davor, dass wir es dann auch jetzt feiern. Das zweite große Ereignis, das auch nur Gott bewirkt, kein Mensch machen kann, das ist, dass er dann zeigt, dass wir Menschen zum ewigen Leben berufen sind von Gott her. Die Auferstehung des menschgewordenen Gottessohnes. Und mit seiner Auferstehung die Hoffnung für uns, und zwar die bestätigte Hoffnung, dass auch wir der Auferstehung entgegenleben durch ihn. Also das wären die zwei Ereignisse sogar zu einem großen Plan Gottes. Dann verstehen wir vielleicht bei so großen, gewaltigen Wirklichkeiten, warum da heute so relativ komplizierte Lesungen uns vorgetragen sind. So kompliziert sind sie dann nicht beim Verstehen, aber beim Hinhören einmal. Kurz dazu, damit wir noch tiefer verstehen, aha, das ist alles von Gott her geplant. Dieser Prophet Jesaja, der hat 700 Jahre vor Jesus gelebt. Das wäre so, wie wenn jetzt für uns wäre Mittelalter um das Jahr 1300 gelebt hätte. Und der sagt voraus, was in unserer Zeit passiert. Und er sagt es voraus in einer kritischen Zeit. Denn vor den Toren von der Stadt Jerusalem steht ein feindliches Heer, das eine totale Übermacht ist. Und da sagt jetzt Gott durch den Propheten zum König Ahas, er bittet dir ein Zeichen, dass du sehen wirst, dass diese Feinde dich nicht vernichten werden. Es wird ein Zeichen geben, wo der Mensch sieht, dass keine Bedrohung dieser Welt ihn vernichten kann. Und wir sind ja noch gar nicht ganz heraus aus dieser Bedrohung des letzten Jahres. Und wir wissen ja gar nicht, was die nächste Bedrohung sein wird. Aber wir wissen, dass die Bibel sagt, er bittet dir ein Zeichen, dass du über deine Feinde siegreich triumphieren wirst. Und dann diese komische Antwort von dem König, schön verpackt, ich will mir kein Zeichen erbeten, ich will Gott nicht auf die Probe stellen. Das wissen wir schon, dass wir Gott nicht auf die Probe stellen sollen. Aber hier ist ja anders, hier sagt er, Gott, ich gebe dir ein Zeichen. Der König sagt das nur, weil er im Grunde denkt, ich mache das schon selber, ich werde es schon schaffen. Er hätte es niemals geschafft, diese feindlichen Heere zu besiegen. Und der Prophet sagt ihm dann, müsst ihr euren Gott belästigen, müsst ihr zurückstoßen, was er euch schenken möchte, zeigen möchte, wie stolz seid ihr denn eigentlich? Und trotzdem wird euch Gott dieses Zeichen geben, sagt der Prophet. Und dann spricht er davon, 700 Jahre vorher, dass die Jungfrau einen Sohn empfangen wird, gebären wird, und dass dieser der Gott mit uns ist, Immanuel ist sein Name. Jetzt dann haben wir gehört im Evangelium, der zweite Name ist Jehoshua. Jahwe schafft Heil. In diesem Jesus ist das Heil Gottes bei uns, das ewige Heil. Ihr merkt schon, wuchtige Ereignisse dieses Tages. Und es kommt dann so. Gott gibt dieses übernatürliche Zeichen, die Jungfrau empfängt
die ganz auf Gott ausgerichtet ist, ganz reinen Herzens. In ihr kann der ewige Sohn Gottes, der nicht gezeugt werden muss, weil er ja schon existiert, den menschlichen Leib annehmen. Damit wir diese eine Stelle einmal verstehen, denn sie ist für uns immer noch aktuell. Ob der Mensch im Stolz sagt, brauch nichts von Gott, schaffe ich alles selber. Oder ob er sagt, gerne schaue ich die Zeichen, die er mir gegeben hat, damit ich weiß, ich werde nicht untergehen. Ich habe eine Zukunft für ewig. Das ist die erste Lesung heute. Ganz kurz zur zweiten, die ist schon im Neuen Testament, Hebräerbrief, wo beschrieben wird, dass Jesus sich als Opfer hingeben wird für die Menschheit, für uns, für jeden von uns. Und ich habe es am Sonntag schon erklärt, Opfer heißt Geschenk, dass er sich hinschenken wird mit seinem ganzen menschlichen, irdischen Leben und in diesem Hinschenken dem Menschen die Augen öffnet, dass Gott schenkende Liebe ist, nichts anderes. Das begleitet uns die Woche. Die Woche des Lebens in der Herrlichkeit der hingebenden Liebe. Glücklich der Mensch, glücklich die christliche Kultur, die das umsetzt. Hingebend lieben, wie Jesus es uns von Gott hervorgezeigt hat. Gut, dass das in unserer Gegend noch so tief drinnen steckt, dass wir der Lüge des Egoismus noch nicht so hineingefallen sind. Aber diese Bedrohung ist massiv da in unserer Kultur. Jesus klärt da auf. Ja, er ist gekommen und er gibt es freudig sein Leben hin, aus Liebe, nicht aus Zwang. Und es ist nicht der schreckliche Gott, der das Opfer fordert. Es ist die schreckliche Tat der Menschen, die den Mensch gewordenen Sohn Gottes ausradiert. Es ist die Tat Gottes, dass er es trotzdem gut macht und uns zeigt, ich höre nicht auf, euch zu lieben und ihr habt immer noch die Möglichkeit, zu mir zu kommen. Braucht nur die vergebende Liebe annehmen und ich bereinige alles für euch. Das ist die Herrlichkeit, die wir an Jesus sehen. Also ihr merkt schon auch heute, ausgiebig genug. Kein Wunder, dass es dann heißt, freu dich Maria, Gott ist gnädig und er wird jetzt durch den Sohn dieses Heilswerk vollbringen. Nehmen wir es an, lernen wir dieses große Zeichen, die Hingabe am Kreuz des Menschgewordenen, richtig zu verstehen. Wir bekommen dann eine Kraft, die uns das Gute tun lässt, auch im Bösen, die uns nicht verzweifeln lässt, auch im Sterben. Und die uns eine Herrlichkeit vor Augen stellt, in die wir mal eintreten dürfen, für immer. Amen.